Herzlich willkommen zu Rizik Indie im Jahr 2015. Wir möchten euch jeden Sonntag einen Indie-Titel vorstellen. Dabei kann es sich um eine Neuerscheinung handeln, um einen älteren Titel oder auch vielversprechende Early Access-Spiele. Ja, und heute schauen wir ein ganz spezielles Spiel an. Das hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, aber es ist immer noch interessant, deswegen heute Magica. Magica hat auch einen ganz bestimmten Grund, warum wir das jetzt anschauen, denn dieses Jahr soll der Nachfolger erscheinen. Ein paar Hintergründe zu Magica. Es handelt sich um ein Action-Rollenspiel von den Arrowhead Game Studios aus Schweden, das sich ganz besonders durch seinen Koop-Modus und das witzige Magiesystem auszeichnet. Genau, interessanterweise begann das Spiel als Studentenprojekt und gewann bei den schwedischen Game Awards auch den Titel Spiel des Jahres. 2011 folgte dann der Release auf Steam. Zu Beginn des Spiels wählt ihr euren Magier aus. Diese haben unterschiedliche Fähigkeiten und Stärken. Anschließend wählt ihr noch die Farbe eures Helden aus und schon kann's losgehen. Die Story, die dabei erzählt wird, ist eher belanglos, enthält aber einige witzige Passagen. Ja, und viel wichtiger ist, dass es massiv viele Anspielungen und Easter Eggs gibt. So könnt ihr zum Beispiel Excalibur finden, mitsamt dazugehörigem Stein, oder eben eine Frau, die ihr das rollenspieltypische Ausrufezeichen über dem Kopf nicht mehr los wird. Dabei unterhalten sich die Charaktere auch in einer sehr witzigen, unterhaltsamen, erfundenen Sprache. Deva orders back a troll man. Kommen wir zum Herzstück von Magica, dem Magiesystem. Es gibt unterschiedliche Zauberelemente wie etwa Blitz, Wasser oder Feuer und diese kann man auch unterschiedlich kombinieren. Dabei stehen einem 5 Zauberslots zur Verfügung und der Kreativität sind eigentlich gar keine Grenzen gesetzt. Die Kombination Erde und Feuer gibt zum Beispiel einen Feuerball oder man kann den Blitz mit dem Schutzschild kombinieren und erhält einen elektrischen Schutzschild. Also es macht einfach unglaublich viel Spaß, diese Sachen auszuprobieren und auszutesten. Richtig, und die Zauber kann man dann auch auf verschiedene Arten einsetzen, nämlich genau 3. Wenn man mit rechts klickt, kann man beispielsweise direkt auf den Gegner feuern. Benutzt man die Shift-Taste, hat man einen Flächenzauber gewirkt und wenn man die mittlere Maustaste benutzt, bewirkt man den Zauber auf sich selber. Dabei ist es äußerst unratsam, bestimmte Zauber auf sich selbst zu wirken, da man da durchaus schnell sterben kann, wie zum Beispiel bei dem Erdzauber. Die Steuerung ist an sich recht gut gelungen, vor allem auf der Tastatur gehen die Magiekombinationen recht flott von der Hand. Die Gamepad-Steuerung hinkt allerdings deutlich hinterher, denn man kann Elemente nicht so schnell auswählen. Wir empfehlen daher dringend, mit Tastatur und Maus zu spielen. Auf jeden Fall. Neben den einfachen Magie-Elementen gibt es auch besondere Kombinationen, die zu sogenannten Magics oder Magics führen. Diese sind nicht von Anfang an im Spiel verfügbar, sondern werden durch das Auffinden von Büchern im Laufe des Spiels freigeschaltet. Manche Zauberbücher sind an versteckten Orten platziert, so lohnt sich das Erkunden der Welt. Relativ am Anfang kann man mit Hilfe des Eiszaubers eine Eisbrücke hin zu einer kleinen Insel herstellen, wo wir ein solches verstecktes Buch finden können. Richtig, und diese gezeigten Beispiele zeigen die Vielfältigkeit des Magiesystems. Die Gegner haben dabei auch Schwächen oder sind immun gegenüber bestimmten Elementen der Magie. Das Problem ist, die Balance bleibt manchmal etwas auf der Strecke, denn einige Kombinationen sind extrem mächtig. Der Singleplayer ist relativ schwer gestaltet. Eine Schwierigkeitsgradauswahl gibt's nämlich nicht. Manuelles Speichern ist ebenfalls nicht möglich. An gewissen Checkpoints wird das Spiel automatisch gespeichert. Das Gameplay ist durch die Magie natürlich erfrischend und abwechslungsreich und es gibt einige ganz nette Gameplay-Varianten. So muss man während eines Bosskampfes zum Beispiel ein Dorf davor retten, dass es verbrennt, indem man den Wasserzauber einsetzt. Oder man kämpft auf einem gefrorenen Flussabschnitt, bei dem man dann die Gegner durch das Einsetzen von Feuerbällen versenken kann. Burn, Motherfucker! Burn! Die KI ist okay, aber manchmal auch äußerst doof, denn es reicht sich unter einer Brücke zu verstecken, um einen Gegner zu verwirren. Das zeigt dieser verwirrte Bogenschütze hier im Video. Die genannten Punkte klingen jetzt nicht alle durchweg berauschend. Das Spiel hat schon ein paar Schwächen. Aber, und jetzt kommt ein ganz, ganz dickes Aber. Man merkt dem Spiel an so vielen Stellen an, dass es für den Koop-Modus ausgelegt ist. Und dieser ist wirklich grandios. Magica ist eines dieser Spiele, die im Singleplayer einfach nicht so zünden wollen.
Der Koop-Modus bietet massig Spaß, denn wenn man mit bis zu 4 Spielern, am besten seinen Freunden, im Spiel unterwegs ist und dann noch mit ihnen über Skype kommuniziert, entstehen wunderbar abstruse Situationen. Denn Friendly Fire ist in diesem Spiel immer aktiv. So passiert es häufiger, dass man aus Versehen seinen Mitstreiter tötet anstelle des Gegners oder man hat einfach Spaß an der Schadenfreude und lässt seinen Spieler nämlich mit Quit to Desktop vom Bildschirm verschwinden. Das Ganze sorgt dabei nicht mal für Frust, sondern für einigen Spielspaß, denn man kann mit Hilfe eines Zauberspruchs gefallene Helden wiederbeleben. Gerade am Anfang, wenn man mit den Spielmechaniken noch überfordert ist und noch gar nicht mit den Zaubern umgehen kann, entstehen geniale Situationen, wie ihr an unseren ersten Gehversuchen in Magicka sehen könnt. Hä, hey, aber wo ist denn der Patrick? Jetzt kann ich ihn wiederbeleben. Nein. Alter, los! Ups, ich hab aus Versehen Scheiße! Es gibt im Multiplayer auch andere Modi, so ist in einem Versus-Modus kurzweiliges Duellieren möglich. Das ist okay, mehr aber auch nicht. Als letzten Punkt wollen wir noch die DLC-Politik der Magicka-Macher ansprechen. Und hier gleich mal ein ganz großes Buh. Denn gleich zu Beginn, wenn wir das Spiel starten, erscheint unten rechts ein Fenster, in dem die neuen DLCs angepriesen werden. Das ist noch das kleinste Übel. Im Hauptmenü sehen wir dann, welche DLCs uns noch fehlen. Das setzt sich dann fort. Wenn wir einen Charakter auswählen, gibt es ja einige, die man frei wählen kann. Dann folgen aber etliche mit einem Schloss unten rechts. Und das soll einfach heißen, ihr müsst diesen noch erwerben, bevor ihr diesen spielen könnt. Und man kauft für 1 Euro eine blöde Robe. Und es gibt ja einige zur Auswahl. Das ist vollkommen überteuert und das ist auch im Menü auftaucht, finde ich einfach eine Frechheit. Das kann man nicht machen. Dieses Vorgehalte, das geht einfach nicht. Ja, richtig. Und das setzt sich ja auch noch weiter fort. Zum Beispiel im Versus-Modus im Multiplayer gibt es verschiedene Level zur Auswahl, wobei man die auch kaufen muss. Also schon wieder, direkt auf die Fresse. Ihr kauft's, ja. Also so sympathisch uns die Arrowhead Game Studios durch die Trailer zu Magicka 2 geworden sind, das geht nicht. Diese DLC-Politik ist unter aller Kanone, völlig überteuert und komplett aufdringlich. Absolut. Gut, dass wir bei Rizek so etwas nicht nötig haben. Aber bei Gelegenheit könnt ihr uns ja mal subscriben. Einfach hier auf diesen unauffälligen kleinen Knopf drücken. Und wenn ihr jetzt noch 1 Euro überweist, dann könnt ihr ein Video erhalten, in dem Gregor ein Glas Milch trinkt. Das ist ja der Wahnsinn, Lars. Auf jeden Fall. Jetzt zuschlagen. Kommen wir zum Fazit. Fazit. Gregor spielt dabei den Good Cop, ich den Bad Cop. Das heißt, ich erwähne nochmal die Negativpunkte von Magicka. Das wäre zum einen die beschissene DLC-Politik, dass das Spiel unbalanced ist und der mäßige Singleplayer. Ja, die Punkte macht das Spiel allerdings mit dem Multiplayer-Part wieder wett. Der ist absolut genial und macht unfassbar viel Spaß, vor allem mit Freunden dann. Das Magiesystem ist überragend, also da haben sie sich wirklich was einfallen lassen und dazu zählt natürlich auch zu den positiven Punkten der unfassbar gute Humor. Genau, und das war's von unserer Folge Rizek. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin macht's gut und ja, wir wollen auch nicht so gemein zu unseren Zuschauern sein, deswegen seht ihr jetzt vollkommen kostenlos das Video, in dem Gregor ein Glas Milch trinkt. Macht's gut! Rizek präsentiert ein Film voller Wendungen und Dramatik. Gregor und das Glas Milch.